Epic Hangtime ist heute im Toverland, speziell zum Halloween-Event. Das Halloween-Event ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal, ich muss ablesen, Halloween Days und Halloween Nights. In den Halloween Nights gibt es diverse Maces und Scare Zones und an den Halloween Days gibt es kleinere Shows, wie hier hinter mir zum Beispiel die Zaubershow Botica Magica, in der es sich darum geht, dass, also man kann ja Zauberstäbe hier kaufen und die weniger guten Zauberstäbe sind versteckt. Der Papagei Ivy überredet dann die zwei Portwächter dazu, die schlechteren Zauberstäbe auszuprobieren und dann geht so einiges schief. Natürlich gibt es noch fünf weitere Highlights bei den Halloween Days. Das wäre da die Family Show Toast & Moral, Ran Rieselen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dann das magische Kürbislabyrinth von Toast, die Pumpkin Farm, bezaubernde Hexen und Dr. Fools Mansion. Und die ganzen Sachen sind auch jeweils mit Kürbissen markiert. Wobei ich nicht weiß, wofür die stehen. Vielleicht für die Intensität. Hier Dr. Fools Mansion hat auf jeden Fall 5 Kürbisse. Und das befindet sich in der Halle im Land von Toast. Und das werden wir uns wahrscheinlich auch reinziehen. Bei den Halloween Nights erwartet uns Folgendes. Die einzelnen Themenbereiche sind diesmal, waren schon immer Scare Zones. Und die Scare Zones sind folgende. Einmal Morganas Frozen, dann Fiesta de los Muertos, Shadows of the Sea, Destroy, ein nettes Wortspiel, und Circus Royal Edition. Maces erwarten jetzt gleich 5 an der Zahl, die da heißen Parkplan, die da heißen The Witch's Forest, Mason de la Magie, Fear the Woods, The Dollhouse und Trapped. Davon haben wir 2 Stück heute, die wir mitnehmen, oder vielleicht 3, also 2 auf jeden Fall. Das wäre einmal Mason de la Magie und The Witch's Forest. Und Ich bin richtig gespannt. Ich war noch nie hier gewesen. Wo ist die Sonne? Ich war noch nie hier gewesen zum Halloween-Event. Ich lasse mich gerne begeistern. Für alles Weitere bleibt natürlich dran. Es folgen wie gewohnt Impressionen und der Ben ist natürlich auch da. Da unten? Ja. Da läuft er rum. Der kleine Wicht. So Leute, wir kommen gerade aus Dr. Fools Mansion. Das ist eine kleine Kindermaze mit ziemlich vielen guten Effekten. Wir haben Projektionen auf dem Boden. 1-2 Animatronics, Projektion an der Wand. Die letzte Animatronic war sehr cool, das war so ein Pumpkin King ähnliches etwas und es war sehr atmosphärisch, sehr schön. Da liefen jetzt keine Scare Act darum, weil es ja für Kinder ist. Und ich glaube, dass die Kleinen auf jeden Fall richtig Spaß da drin haben. Das ist eine Maze, die zu den Halloween Days gehört und auch schon über Tag geöffnet hat. Das heißt, ihr müsst nicht bis abends 18 Uhr oder so warten. Ihr könnt euch gleich da anstellen und da reingehen. Hinter mir seht ihr jetzt die Pumpkin Farm, die wirklich schön dekoriert ist mit unzähligen Kürbissen. Aus den Kürbissen sind teilweise Figuren gemacht worden, die dann modelliert sind. Und währenddessen ich das sage, seht ihr ja gerade die Videos dazu und es lohnt sich auf jeden Fall. Eine super schöne Atmosphäre, vor allem jetzt, wo die Sonne nicht mehr ganz oben steht, sondern ein bisschen weiter unten. Ihr wisst, was ich sagen will. Das Licht ist sehr schön gerade dafür. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Runde rumlaufen und ein paar Fotos machen. Hinter mir Vlog Ben und es geht auf jeden Fall weiter. Mitten auf der Kürbisfarm findet ihr auch die zweite Show und zwar die bezaubernden Hexen. 2 von 5 Kürbisse. Und das sind die Showzeiten. Mal gucken, ob wir die jetzt heute noch zu Gesicht bekommen. Wenn nicht, dann ist sie auf jeden Fall in der Kürbisfarm, falls ihr sie suchen solltet. Natürlich darf auch eine kleine Stärkung nicht fehlen. Wir wollten uns hinten bei dem Food Street, ich bin jetzt verwirrt. Wir wollten uns da was Warmes holen, so Mexican Fries. Leider funktioniert in der ganzen Meile wahrscheinlich der Strom nicht. Deswegen essen wir jetzt Nachos. Ich habe hier Nachos mit Käse, Jalapenos und kleingeschnittenen Tomätchen. Der Ben hat dasselbe in dunkler. Oh, ja, ist das Barbecue-Soße? Ja, hier ist Barbecue-Soße. Was ist das Problem? Ich habe gar nichts an mir gehabt. So Schmand oder so. Oder Creme fraiche. Oh, gut. Im Schatten des Hexenhutes genießen wir jetzt unsere Mahlzeit. So, wir kommen aus unserer ersten Maze und zwar Mason de la Magie. Das ist richtig geil. Man fährt mit so einem mit so einer Töff-Töff-Lok quasi einmal komplett aus dem Park raus bis hinten auf so ein Feld, hält dann an so einer Scheune an und in der Scheune, die Scheune ist von innen quasi dann thematisiert, dass man da in ein Gebäude bei Nacht reingeht und es ist wirklich so krass gemacht, so gute Effekte, selbst ich als erfahrener Halloween-Experte habe mich mehrfach erschrocken.
Wirklich, die haben hier ganze Arbeit geleistet. Die Maze kostet 7,50 Euro, aber ist wirklich jeden Euro wert. Ohne Quatsch. Wir haben da mehrere Ebenen, also halbe Ebenen. Es gibt so einen Kellerraum noch, wo, ja, wie soll ich das erklären? Wir gehen zwar schon alle auf eine Ebene, aber dieser Kellerraum ist dann nochmal ein Stück tiefer gelegt, wo dann Flüssigkeit brodelt. In einem Raum stellt man sich in so einen Kreis und am Boden ist ein großes Pentagramm. In der Mitte ist so eine Blitzkugel, die kennt ihr sicherlich, diese Glaskugel mit diesen Plasmablitzen drin, die, wenn man anfasst, dann so quasi auf den Finger reagieren. Und plötzlich geht das Licht aus, das Licht geht wieder an, das passiert in wenigen Sekunden und um dich rum stehen auf einmal Scare-Actor und drängen dich dann in den nächsten Raum und so. Wirklich richtig gut. Also ich bin gespannt, was ich heute noch zu sehen bekomme. Und leider durften wir in dieser Maze nicht filmen, was aber auch nicht so schlimm ist, weil dadurch kommen weniger Spoiler raus. Und wenn ihr hier seid, nehmt diese Maze auf jeden Fall mit, es lohnt sich. Die öffnet schon um 16 Uhr und das tut der Sache auch nichts, weil... drinnen ist es halt dunkel. Also wenn ihr hier seid, fahrt damit. Wie fandst du die Maze? Weit weg. Weit weg. Ja, wir haben keine Snacks bekommen auf der Fahrt. Also, ne? Na, hey, ernsthaft, wie mega gut. Also ich kenne ja schon die anderen Maces, die es halt hier gibt. Ja. Also das ist halt auf jeden Fall so eine Nummer oder zwei halt auf jeden Fall drüber. Auch von der Länge her. Also es gibt ja überhaupt gar kein Ende. Ja, sagte ich eben bereits, die Effekte. Ach, ja. Dieser Raum mit dem Pentagramm auf dem Boden, ey. Ja, mit den Schmerzen am Fuß hier. Ja. Das ist super ja, Effekt einfach. Die Skerk, da kommt raus und er tritt mir auf den Fuß. Mein Zeh ist jetzt blau. Nein, es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was wir hier noch erleben. Oh, okay.
Freunde, das Feuerwerk war bombastisch. Ihr denkt, warum bin ich so gut ausgeleuchtet? Ich hab meinen eigenen Lichtmann dabei. Ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen hier im Toverland. Zusammen mit dem wunderschönen Ben. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, dann könnt ihr euch das Moviepark-Video von mir angucken. Falls ihr keine Videos sehen wollt, guckt euch keine an. Falls ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ansonsten gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wir versuchen jetzt, die Odyssee-Parkplatz zu schaffen. Ja, und falls ihr frische Milch haben wollt, geht zum Supermarkt. Falls ihr was haben wollt? Frische Milch. Pflanzenmilch geht auch, oder? Ja, oder Mandelmilch. Jetzt haben wir das ganze Video wieder versaut. Wir müssen ja von vorne anfangen. Ach, ist okay. Ist okay.